Willkommen zum Story to go 24 Jiechi, die Podcast-Reihe 24 Abschnitte des chinesischen Kalenders. Hier spricht Kang Wei. Zu diesem Thema habe ich Frau Nelly Ma eingeladen. Frau Ma war lange Zeit Dozentin an der Uni Passau und agiert bei uns seit vielen Jahren für Workshops und weitere kulturelle Veranstaltungen. Sie hat unter anderem diverse Bücher über kulturelle Sitten und Bräuche in China und das chinesische Lernen mitgeschrieben. Ni hao, Frau Ma. Ni hao, Kang Wei. Willkommen in der Podcast-Reihe Die 24 Jahresabschnitte. Ich begrüße herzlich alle, die dabei sind. Die UNESCO hat Chinas 24 Jahresabschnitte in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Wir empfinden es für wertvoll, das Verständnis dieses Kulturgut unserer Reichweite vertiefen. Frau Ma, würden Sie uns die 24 Jahresabschnitte gerne zuerst etwas erläutern? Was heißt Jieqi? Sehr gerne. In China gibt es neben dem gregorianischen Kalender immer noch den traditionellen chinesischen Kalender. Er richtet sich an landwirtschaftlichen Geschehen und basiert auf der Beobachtung des Sonnenverlaufs. Neben den vier Jahreszeiten und den 12 Monaten gibt es noch die 24 Jahresabschnitte, in Chinesisch Jieqi genannt. Das Sonnenjahr wird in 24 Abschnitte von jeweils 15 oder 16 Tagen eingeteilt. Das neue Jahr beginnt immer mit dem ersten Neumond nach dem Abschnitt Große Kälte, Dahan. Das liegt am 20. oder 21. Januar. Das ist Jieqi. Frau Ma, in welchem Abschnitt befinden wir uns jetzt? Ja, wir befinden uns übrigens jetzt gerade im Abschnitt Herbstanfang, Li Qiu, am 7. August. Jeweils 6 Jieqi bilden eine Jahreszeit. Der Herbstanfang ist der erste Jahresabschnitt des Herbstes. Danach folgt Chu Shu, Ende der Hitze, am 23. August. Jawohl. Würden Sie uns erzählen von seinem Einfluss auf die Baumregel oder dem Gebrauch für die Landwirtschaft? Ja, der Wandel der Natur ist vom Sonnenstand abhängig. Seit Jahrtausenden hat man in China diesen Wandel beobachtet und versucht zu erklären. Genauso wie in Deutschland entstanden zahlreiche Bauernregeln zu den Jahreszeiten. In diesem Jahresabschnitt ist in China das Getreide reif. Der Volksmund sagt, ist uns an die Chu der Regen hold, so liegt der Boden bald voller Gold. Jawohl. Übrigens gibt es auch einen Schutzpatron für diesen Jahresabschnitt. Der Schutzpatron von Li Qiu ist ein Krieger in voller Rüstung, der den Herbst symbolisiert. Er trägt eine helle Barde und die Flagge, die ihn bevollmächtigt, den Jahreszeitwechsel vorzunehmen. Oh ja, in China gibt es den Begriff Herbsttiger. Was ist denn das? Ja, auch wenn kalendarisch der Herbst angefangen hat, tritt jetzt noch der Herbsttiger Qiu Lao Hu auf. Die Hitze herrscht noch einige Tage, bis sie endlich dem Herbst weicht. Der Herbst wurde im chinesischen Kaiserreich auch ganz offiziell begrüßt. 3 Tage vor Li Qiu begann der Kaiser bereits zu fasten, um dann am Herbstanfang mit seinem Hofstaat nach Westen vor die Stadt zu ziehen, wo er an einem eigens errichteten Altar den Herbst willkommen hieß. In den Palast zurückgekehrt, musste er sein gesamtes Heer bewirten und beschenken. Yin und Yang halten sich jetzt das Gleichgewicht, wobei Yang schwindet und Yin aufsteigt.
Die Natur trägt jetzt Früchte, es ist die Zeit der Ernte und des Sammelns. Sie wird auch die Menschen beruhigen. Man kehrt in sich. Der Herbstwind weht kräftig und die Landschaft bekommt klare Farben und Konturen. Jawohl. Im Sinne von Gesundleben, worauf soll man für Körpergesundheit besonders achten? In China ist es so, dass jeder Jahreszeit ein Organ zugeordnet wird. Das Leitorgan des Herbstes ist die Lunge. In der traditionellen chinesischen Medizin wird sie mit Trauer und Kummer in Verbindung gebracht, da die Natur dem Winter entgegengeht. Manche Menschen sind jetzt besonders anfällig für Melancholie. Dem sollte man aber nicht nachgeben, sondern sich bewusst den schönen Seiten dieser Jahreszeit zuwenden und nach Ruhe und Ausgeglichenheit streben. In dieser Zeit der Ernte und des Sammelns soll Geist und Qi nach innen kehren. Körperlich und psychisch sollten wir uns schonen. Wer sich nicht an diese Regeln hält, schadet seinem Lungen-Qi, was im Winter zu Krankheiten führen kann. Früh aufstehen, aber auch früh zu Bett gehen, ist die Devise. Oh ja, die Zeit für Wandel. Außerdem würden Sie uns noch weitere Tipps, wie zum Beispiel für das Verhalten im Alltag geben? Ja, da gibt es einige Verhaltensregeln. Im Herbst herrscht ja die Trockenheit. Viele Menschen leiden unter trockenen Schleimhäuten, gesprungenen Lippen und trockener Haut. Manche bekommen einen hartnäckigen Reizhusten. Jetzt sollte man das Yin nähren, zum Beispiel viele Äpfel essen, was in Deutschland ja nicht schwer ist. Und dazu grünes Blattgemüse wie Spinat oder Chinakohl essen. Sie unterstützen den Speichelfluss, nähren das Yin und benetzen die Lunge. Mit scharfen, austrocknenden und heißen Gewürzen wie Lauch, Knoblauch, Chili oder Zimt sollte man jetzt sparsam umgehen. Bei der ersten Kühle muss man sich nicht gleich dick anziehen, sondern lieber den Körper langsam an die absinkende Temperatur gewöhnen und ein wenig für den Winter abhärten. Jawohl. Würden Sie uns diesmal wieder so praktische Rezepte, Kochrezepte anbieten? Ja, wir haben hier zwei sehr schöne Rezepte gegen den trockenen Reizhusten. Zum Beispiel gedämpfte Birne gegen Husten. Dazu brauchen wir eine Birne, die schälen wir, wir vierteln sie und nehmen das Kernhaus heraus. Die Birne geben wir in eine Schale und mit einem Teelöffel Honig dämpfen wir sie im Wasserbad, bis die Birne weich ist. Zusammen mit dem ausgetretenen Saft können wir die Birne warm essen. Und das am besten zweimal täglich und ein paar Tage hintereinander. Das zweite Rezept ist der Rettichsaft gegen Husten. Wir brauchen einen rotschaligen Rettich, schneiden ihn in dünne Scheiben und geben ihn in eine Schale. Mit etwa 30 Gramm Zucker wird er vermischt und wir lassen ihn in ein paar Stunden ziehen. Es tritt ein Saft heraus und der wird getrunken. Der ist etwas scharf, etwas bitter, aber sehr wirksam. Ja, langsam kommt die Jahreszeit mit Ihre praktischen Heilrezepte. Hätten Sie für Körperpflege, für Übungseinheiten noch einige nützliche Tipps? Ja, da haben wir ein paar auch wiederum ganz einfache kleine Übungen. Weil es in China ja die Zeit der Herbstmüdigkeit ist. In China kennt man nämlich nicht nur die Frühlingsmüdigkeit, sondern auch die Herbstmüdigkeit. Die Hitze, das Schwitzen und der Mangel an Schlaf haben den Körper im Sommer übermäßig belastet und geschwächt.
Im Herbst ist der Körper damit beschäftigt, diesen Zustand wieder auszugleichen. Deshalb reagieren wir mit verstärkter Müdigkeit. Hier sind ein paar kleine, einfache Übungen gegen diese Herbstmüdigkeit. Wir sollten öfter mal die Haare kämmen mit einem Kamm. Kräftiges Kämmen stimuliert die Kapillargefäße unter der Kopfhaut, regt den Stoffwechsel an und macht uns wach. Zweitens, öfter mal mit beiden Handflächen das Gesicht abreiben, auf und ab. Macht die Wangen rot und wirkt belebend. Drittens, wir können auch öfter mal mit den Zähnen klappern. Das festigt die Zahnwurzeln und vertreibt Müdigkeit. Die vierte Möglichkeit ist öfter mal mit beiden Händen die Ohren reiben. Fünftens, wir können öfter mal die Hände ausschütteln und die Beine ausschleudern. Toll und einfach. Jeder kann praktisch das mitmachen. Ich glaube, mehr interessantes Wissen und nützliche Tipps findet man bestimmt noch in Ihrem Buch. Ja, so ist es. Die nächste Folge im Jahreskreis, die wir in der Podcast-Reihe vorstellen, ist der Weise Tao, Bai Lu, am 7. September. Ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Oh ja, wir sind wieder ein Stück bereichert von Ihrem Wissen. Das Buch Gesund leben im Jahreskreis kann bei uns erworben werden. Infos dafür finden Sie auf unserer Homepage www.confucius-münchen.de. Frau Ma, ganz herzlichen Dank auch für heute und bis zum nächsten Jahresabschnitt. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiederhören.